Hallo Lego-Freunde und willkommen heute zu einem neuen Stadt-Update. Ja, es tut mir leid, ich habe nicht weggeräumt. Es sieht genauso schlimm aus wie beim letzten Mal. Wir beginnen gleich mit der Stadt, noch vorab ein paar kleine Infos. Ich wollte ja immer schon regelmäßig streamen und langsam wird das Setup ja was. Ein Tonmischpult habe ich zum Beispiel schon. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Das hört sie jetzt gerade. Ich hoffe, das ist besser als das alte. Ein bisschen Hall wird noch immer sein. Das liegt einfach an diesem Raum da einfach. Ja, es steht halt nichts drin außer Lego. Aber ich hoffe, das Mikrofon ist besser als das alte, weil das andere war so ein 10-Euro-Mikrofon. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ein kleines Licht für die Kamera habe ich auch noch besorgt. Das habe ich jetzt einfach auf ein Stativ drauf gegeben. Und ja, jetzt warte ich nur noch auf die YouTube-Einnahmen vom Dezember, die jetzt im Jänner herkommen. Und dann kommt einmal ein gescheites Setup her. Bedeutet, ja, zwei Lichter haben wir ja schon, Kamera haben wir ja schon, Licht haben wir, Ton haben wir schon und wir werden dann so, ich sage mal, im Ende Februar, wenn wir dann beginnen mit regelmäßigen Streams, Aufbaustreams, Fragesachen, alles Mögliche. Also seid gespannt, es wird sicher sehr interessant in der nächsten Zeit. Und ja, heute habe ich leider keine Lego-Pakete für euch, also es ist nichts angekommen von Bricklink, was sehr ärgerlich ist. Einmal ein Monat lang Wartezeit und einmal 3 Wochen Wartezeit. Das habe ich noch nie geschafft, aber es kommt anscheinend auch vor. Gott sei Dank haben wir ja letztens noch immer so viele Lego-Steine hier und haben noch nicht alle verbraucht. Darüber bin ich gerade extrem froh. Ja, ich laber schon wieder ewig lang und ich sage mal, wir beginnen jetzt gleich. So, und wie schaltet man das jetzt ein? Da drauf drücken. Es werde Licht. Noch ein bisschen wärmer, kälter. Ja, das wird schon so passen. Danke erstmal für die super hilfreichen Kommentare im letzten Video. Also es ist sehr eindeutig, dass das Schwarze wegkommen soll. Ich habe mir jetzt überlegt, okay, dass wir einfach eine grüne Fläche drunter machen und das halt dann überlappen werden. Es wird natürlich nicht immer überlappend möglich sein, liegt einfach daran, dass das hier schräg ist und das ist gerade. Das heißt, da müssen wir echt ein bisschen herumfuschen. Und ja, wie ich das denn hier löse, keine Ahnung. Aber das Schwarze wird wegkommen. Es wird jetzt noch nicht wegkommen. Liegt daran, dass ich halt keine grünen Sachen habe. Ich habe nur ja, ein paar Blades und das ist halt viel zu wenig. Aber es freut mich echt, dass euch der Bergansatz eigentlich gefällt. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt, ja, ist eigentlich ein Wahnsinn, wie lange man dafür braucht. Ich habe jetzt ungefähr die gleiche Hälfte gemacht wie davor. Also ich glaube ab hier oder so. Und trotzdem eine halbe Stunde, es ist eh schon gestört, wie viel Zeit da drauf geht. Ich habe mir überlegt, dass man einfach so einen kleinen Berg macht, also einen Berg, damit es ein bisschen hineingeht und dann wieder hinaus. Und hier, also da ist die Straße ja. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass wir sowas wie einen Weinkeller machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das geht einfach nur etwas in den Berg hinein. Das heißt, ich werde die Mauern etwas schöner machen. Das sind die Mauernelemente von Lego, nehme ich dann. Und schaue, dass ich das irgendwie schön verzieren kann mit einer Türe und sowas. Und dann versuche ich das Ganze hineinzubauen, sodass es glaubwürdig ist, als würde es hineingehen. Das heißt, wenn ich unter die Gleise versuche, ein bisschen weiterzubauen. Ich hoffe, das Ganze gelingt mir und wenn nicht, ja, dann muss es halt wieder abreißen. Aber jetzt seht ihr es eh gleich wieder. Die Kamera ist zwar kurz ausgegangen, aber ich habe das jetzt zu Ende gebaut. Ja. Ich kann jetzt noch nicht wirklich sagen, ob das das Richtige ist, ob es wirklich daher passt, ob das nicht zu groß ist.
Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz ein Bild, wie ich die Tür dann einbauen möchte, weil ich die Tür nicht da habe, beziehungsweise ich habe nicht diese schrägen Teile hier. Und das ist einfach nur meine Idee gewesen, dass es da reinkommt. Da sollen jetzt keine Leute hineingehen oder sonstiges, die sollen einfach nur, soll einfach nur Zierde sein. Das heißt, das Ding wird keine Funktion haben, außer dass es halt von außen ausschaut, als würde es weit hineingehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das lassen soll. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Oder habt ihr vielleicht irgendeinen Verbesserungsvorschlag für das Ganze? Wie gesagt, eine Tür kommt noch rein. Und ich wollte das Ganze mit dieser Mauermuster verzieren. Oder soll ich das doch weiter hinten irgendwo machen? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich baue jetzt auf jeden Fall mal die Lücke hier weiter. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Sind hier soweit fertig. Ich bin mir echt unsicher wegen diesem Bogen. Ich meine, vielleicht fällt euch da wirklich irgendeine bessere Idee an. Ich finde die Idee ist grundsätzlich gut, aber ich weiß nicht, ob das daher passt. Außerdem sieht das nicht so rund aus. Ja, was gibt es noch zu sagen? Leider fehlen mir natürlich die passenden Steine. Ich habe von denen hier habe ich aktuell so wenige. Beziehungsweise von Light Blue Shade gar keinen mehr. Und das merkt man leider. Man merkt wirklich, dass da gewisse Steine komplett fehlen. Die sind halt leider alle in diesen zwei Bestellungen, die irgendwie nicht eintreffen. Ich kann halt leider echt nichts machen. Also ich werde auf jeden Fall noch weitermachen, auch da hinten. Da werde ich noch ein paar Verschönerungen machen. Hier seht ihr da möchte ich auf jeden Fall unbedingt einen 1x3er Flat-Teil hinstellen. Flat-Teil, Slope. Weil die sind auch alle dabei. Ja, weil das sieht generell ein bisschen grau aus da auf der rechten Seite. Das sieht nicht mehr so detailliert aus wie auf der linken Seite. Ein bisschen weiter hier drüben, also auf der linken Seite, wollte ich euch fragen, habt ihr da eine Idee, wie ich das am besten hier lösen kann? Weil es ist so, da existiert ja kein Bahnübergang. Also, was ist der Bahnübergang? Hier existiert aktuell kein Fußgängerweg. Ich möchte auch da drüben keinen Fußgängerweg machen, weil es macht wenig Sinn für dieses kleine Stück von hier bis daher. Deshalb wollte ich euch fragen, was man da am besten machen kann, damit das ein bisschen vom Gleis getrennt ist oder so. Habt ihr da irgendeine Idee? Weil ich finde den Ansatz eigentlich schön hier. Und ja, ich kann das jetzt komplett noch zufließen, nur es macht halt wenig Sinn. Ich könnte, glaube ich, eher so einen kaputten Gehweg machen, oder? Was haltet ihr davon, wenn ich da einen kaputten Gehweg hinbaue? Ist das gut? Ist das schlecht? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare hinein. Wenn ich schon Fragen an euch habe, mache ich gleich hier hinten weiter. Was könnt ihr euch eigentlich da hinten so vorstellen? Also entlang der Zugstrecke hinunter passiert das gleiche wie hier. Also ein kleiner Bergansatz, einfach nur eine Felswand. Nur was kann ich da hinten mit dieser kleinen Fläche machen? Soll ich dort einen Tunnel andeuten? Habt ihr da irgendeine andere Möglichkeit? Ich weiß es leider nicht, was ich mit dieser Fläche hier hinten anfangen soll. Bevor wir jetzt das Video beenden, mache ich jetzt noch den kleinen Teil hier, das da unten. Das werden wir jetzt alles noch schön mit dem Muster hier machen, damit das einheitlich ist. Und ja, für den Bahnhof hier habe ich mir jetzt etwas Neues überlegt. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, was jetzt genau wird. Ich schaue, dass ich da ein Bild zusammenbekomme. Dann kann ich euch zeigen, wie der neue Bahnhof dann ausschauen wird, damit er auch mit diesem Bahnsteig kompatibel ist. Also er soll halt farblich passen, weil das Rot passt nicht mehr. Und ich glaube, die Brücke müssen wir auch noch ein bisschen ändern. Aber ja, es wird langsam. Aber jetzt mache ich mal die kleine Fläche hier. Jetzt ist aber wirklich der Bahnsteig soweit fertig. Es fehlen wirklich nur noch die Minifiguren.
Ich habe ein sehr großes Konvolut an Lego bekommen und da sind zum Glück sehr, sehr viele Minifiguren drinnen. Bedeutet, wir werden demnächst den Bahnhof auch mit ein paar Minifiguren schmücken können. Darauf bin ich sehr gespannt, weil er sieht ja noch ein bisschen leer aus. Und wenn da so, weiß nicht, so 8, 10 Minifiguren sind, dann schaut das Ganze auch gleich viel besser aus. Ein Zug wird zwar noch immer nicht fahren, aber Sie können ja mal warten. Jetzt noch schnell das Thumbnail gemacht für das Video, habt ihr es eh gerade gesehen. Und ja, ich bin echt gespannt, wann das ganze Livestreaming losgeht. Ich bin ja etwas komplizierter als andere und ja, ich brauche halt guten Ton, gutes Licht, gute Kamera und ja, deshalb brauche ich da meine Zeit. Aber es wird. Ich bin gespannt, wann das Ganze fertig wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Und dann kann ich euch wahrscheinlich schon etwas genauer sagen, wann das mit dem Livestreaming losgeht, welchen Tag wir uns da in der Woche aussuchen und was alles so in den Livestreams passiert. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.